Herr Professor Siegwart, selbstlernende Programmierroboter, Operationsroboter, RobotWise im Finanzsektor, Pflegeroboter, die neueste Generation scheint die jahrzehntelang versprochenen Erwartungen jetzt erfüllen zu können. Was sind für Sie die wichtigsten Entwicklungen, die vor dem Durchbruch stehen und unser Leben verändern werden? Vielleicht kann man es kurz ausholen. Ich glaube, was heute verfügbar ist, ist Technologien, Sensortechnologien, Rechenleistung ist verfügbar, auch Aktoren sind verfügbar und das ermöglicht, neue Wege zu gehen. Zum Beispiel eben Therapieroboter, die nicht nur Positionen abfahren können beim Therapieren, sondern auch Kräfte erzeugen können und Gegenkräfte erzeugen können. Es gibt heute Systeme, die eben sehr günstig sind, die uns beim autonomen Fahren unterstützen können, wenn Kameras, IMUs kombiniert. Und wo ich die größten unmittelbaren Umsetzungen sehe, ist im Industrie-Service-Bereich, inklusive Landwirtschaft. Meine Landwirtschaft kann mit Robotersystemen effizienter gemacht werden, dass man präziser eigentlich Pestizide ausbringt und weniger Pestizide ausbringt, dass man die Felder überwachen kann kontinuierlich. Das Gleiche gilt für Industrieanlagen, wo man mit Flugrobotern oder auch mit Laufrobotern eben hingehen kann und kontinuierlich Überwachungsaufgaben übernehmen kann. Sie sind Mitgründer und einer der Leiter des WIS Translational Center Zurich, in dem neuen bahnbrechenden Technologien und Therapien auf dem Gebiet der regenerativen Medizin zum Durchbruch verholfen werden sollen. Welches Projekt repräsentiert aus Ihrer Sicht die Ansprüche und Zielsetzungen des Centers am besten? Ja, im WIS Translation Center können wir dank der Donation von Hans-Jörg Wies eben beschleunigt Resultate aus der Forschung umsetzen. Und das ist sehr wichtig, dass man gewisse Sachen werden gar nicht umgesetzt, wenn diese Möglichkeiten nicht da sind. Und das betrifft regenerative Medizin und Robotik und auch die Schnittstellen von beiden. Und so typische Projekte, eines ist, was sehr stark regenerative Medizin ist, dass man Herzklappen außerhalb vom Körper aufwachsen lassen kann, die nachher auch sich expandieren können. Das ist sehr wichtig für Kinder zum Beispiel, wo eben das Wachstum noch stattfindet, dass die Herzklappen mitwachsen. Oder wir arbeiten auf Möglichkeiten, dass man Leber außerhalb des Menschen aufwachsen lassen kann, weil die Leber kann sich regenerieren, das ist das einzige Organ im Mensch. Und durch das Aufwachsen kann man dann ein gesundes Stück Leber rausnehmen, aufwachsen lassen und dann das kranke Teil vom Leber ersetzen durch das extern aufgewachsene Teil. Mit Winktra, einem Flugroboter, der wie ein Helikopter starten und sich in der Luft wie ein Flugzeug bewegen kann, sorgt ein Schweizer Spin-off der ETH weltweit für Aufsehen. Wie wettbewerbsfähig sind Schweizer Startups im Vergleich zu den Konkurrenten aus dem Silicon Valley? Wo gibt es Nachholbedarf? Ich glaube, im Robotikbereich sind wir sehr konkurrenzfähig, weil wir eben diese Stärke haben, dass wir nicht nur Intelligenz diesen Maschinen geben können, sondern auch die ganze Mechanik und die Konstruktion. Da ist die Schweiz einfach wesentlich besser. Das fehlt im Silicon Valley. Was uns ein wenig fehlt, sind natürlich die Finanzierungsmöglichkeiten, dass man das skalieren kann. Das wird immer besser und ich bin sehr überzeugt, dass zum Beispiel ein Projekt wie Winktra, die ein sehr motiviertes, junges Team dahinter hat, wirklich diesen Weg schafft. Sie haben auch schon erste Kontakte zu Investoren und es ist jetzt wichtig, dass das möglichst schnell aus den Frühphasen rauskommt und sich dann umsetzt. Wie groß ist die Chance, dass ein Unternehmen wie Winktra zum Beispiel auch die Arbeitsplätze in der Schweiz schaffen wird und nicht gleich gänzlich abwandert? Ich glaube, sehr groß. Und es gibt auch schon andere Beispiele. Es gibt eine Firma Sensefly, die ist in Lausanne, die von der EPFL Lausanne. Die hat inzwischen, glaube ich, etwa 60 Arbeitsplätze in der Schweiz geschaffen. Winktra selbst, die haben jetzt ein Team, das zu sehr kleinen Löhnen arbeitet. Das sind auch schon 20 Personen, die in der Schweiz arbeiten. Und das wird sicher weiter wachsen. Und ich bin überzeugt, und das ist mir auch ein Anliegen, dass eben die Arbeitsplätze, die sehr spannend sind, die sehr zukunftsorientiert sind, nachhaltig sind, auch in der Schweiz entstehen. Die digitale Transformation hat zum ersten Mal in der Geschichte großer wirtschaftlicher Entwicklung das Potenzial, auch gut qualifizierte, bis vor kurzem noch als zukunftsträchtig geltende Berufe zu eliminieren. Was bedeutet das für die Gesellschaft, die Ausbildung der kommenden Generationen und die Wichtigkeit der Beschäftigung? Ja, ich glaube schon, dass die digitale Transformation einen Impact hat auf wie die Leute arbeiten werden in Zukunft, was für Arbeitsplätze da vorhanden sein werden. Ich bin aber auf der anderen Seite, wir sind ja schon lange in dieser Transformation drin. Das ist nicht schlagartig, das sind Prozesse, die langsam genug gehen, dass die Gesellschaft sich anpassen kann. Und ich glaube, in gewissen Bereichen, jetzt speziell auch Robotik, bin ich überzeugt, dass es viel mehr Chancen hat als Gefahren.
weil da eben neue Arbeitsplätze entstehen. Diese Maschinen müssen entwickelt werden, gebaut werden. Und da ist die Schweiz sehr gut aufgestellt. Die steigende Unsicherheit bezüglich künftiger Berufschancen gibt der Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen eine neue Dimension. Wie beurteilen Sie diese Initiative? Welche Alternative sehen Sie, damit die digitale Transformation nicht mehr Perspektiven zerstört als ermöglicht? Zum einen natürlich, glaube ich, das bedingungslose Grundeinkommen, das haben wir eigentlich schon fast in einem Sozialstaat. Ich meine, und das ist auch wichtig. Wir müssen Leute auffangen, wenn es nicht mehr geht. Ob das der richtige Weg ist, da bin ich nicht so überzeugt. Ich glaube, wir sollten den Sozialstaat weiter so stärken und führen, wie wir das machen, aber trotzdem die Leute auch motivieren, sich selbst initiativ umzusetzen. Und das geht natürlich auch für neue Arbeitsplätze, werden geschaffen durch Unternehmertum. Durch Leute, die sich einsetzen, die sich Tag und Nacht für eine Idee einsetzen, die vielleicht auch einmal reich werden können, aber die gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen. Und dieses System müssen wir erhalten. Ich bin immer mehr überzeugt, ich bin auch viel im Welt unterwegs. Länder, wo das Unternehmertum einen wichtigen Aspekt hat, wo es auch geschätzt wird, auch wenn ab und zu ein Unternehmer vielleicht sehr reich wird, die entwickeln sich viel besser als Länder, die eben eigentlich das Unternehmertum eher blockieren und bremsen. Politisch erschwert die Schweiz mit der Masseneinwanderungsinitiative, der geplanten Völkerrechtsinitiative oder der Steuerpolitik, zum Beispiel im Kanton Zürich, die Bemühungen um möglichst gute Rahmenbedingungen für neue Unternehmen, welche zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen sollten. Welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollten aus Ihrer Sicht verbessert werden? Ja, ich meine, Sie haben die Hauptthemen, glaube ich, angesprochen. Die Immigrationsgeschichten, die sind wirklich sehr gefährlich für die Schweiz. Ich meine, ich habe ein gewisses Verständnis, dass man sich auch langfristig überlegen muss, wie möchten wir wachsen, wie möchte die Schweiz sich entwickeln. Aber das kann nicht über so ganz starre Systeme gelöst werden. Das muss über eine strategische Entwicklung des Landes gelöst werden. Speziell in neuen Bereichen brauchen wir intelligente Köpfe, wir brauchen Talente. Und die kommen nicht nur immer aus der Schweiz. Das ist gleichzeitig der größte Rohstoff, der die Schweiz hat. Wir sind in den Rankings weltweit typischerweise Nummer 1 im Brain Gain. Das heißt, wir holen am meisten gute Köpfe in die Schweiz. Wir sehen es auch immer wieder, es sind sehr viele Unternehmen, die von Ausländern in der Schweiz gegründet werden. Und wenn wir das abklemmen, dann haben wir wirklich ernsthaft ein Problem in der Zukunft. Herr Professor Siegwart, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Interesse.